Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie sieht die denn aus? Was sollen diese lächerlichen Ohrringe? Wieso sind ihre Augen braunblau? Und was soll dieser lächerliche Stern im Haar? Ist sie vielleicht ein Freak? Um Freaks geht es auch in Joey Goebbels Freaks. Denn was passiert, wenn ein irakischer Soldat, der im Krieg einen Amerikaner angeschossen hat und sich nun in Amerika auf die Suche nach ihm begibt, um sich bei ihm zu entschuldigen? Dabei lernt er zum Leidwesen seiner Frau das Land der vielen Möglichkeiten schätzen und lieben. Ne bekloppte, sexgeile Oma! Ein kleines Mädchen, das ziemlich niedlich aussieht, aber ziemlich ätzend ist, mit dem Hang Dinge kaputt zu machen. Eine Satanistin und Ex-Stripperin, die sich nuttig anzieht, aber leider im Rollstuhl sitzt. Hey, Satanas Abraxas! Ein junger Afroamerikaner mit zahlreichen Brüdern, die alle im Drogengeschäft sind, womit er aber nichts zu tun hat. Er verdient sich sein Geld seit 10 Jahren auf der Hunderennbahn, versucht sich so durchzuschlagen, bis seine Band den Erfolg hat, gibt ziemlich kluge Sprüche von sich und wird auch leider schnell wütend, wenn man ihm dumm kommt. Und den ich mir persönlich vorstelle wie Phil Lynott. Phil Lynott, ihr wisst schon, der heiße Leadsinger von Thin Lizzy, der das kleine Defizit hat, dass er leider schon tot ist. Zusammentreffen. Ganz klar, sie gründen eine Rock'n'Roll Band. Genauer gesagt eine Power-Pop, New Wave, Heavy Metal, Punk Rock Band. Tja. Und das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Das Tolle bei Joey Goebbels Freaks ist, dass man nicht nur zwischen der Gedankenwelt der Hauptprotagonisten hin und her switcht, sondern auch zwischen der Gedankenwelt aller möglicher Nebendarsteller. Ey, guck dir mal da hinten die Affen an! Obwohl, ne? Die Satansschlampe sieht eigentlich noch ganz geil aus. Gut, sitzt zwar im Rollstuhl, aber blasen geht ja. Ey, da kann ich bestimmt landen. Die ist ja froh, wenn sie überhaupt noch jemand abkriegt. Was ist denn das für eine Freakshow? Oh, und die Oma, wie peinlich. Alter, das ist echt voll peinlich mit ihrem Sex Pistols Shirt. Ich kann nur so peinlich sein. Ey, wenn das meine Oma wäre, es wäre mir echt peinlich. Vertiefen wir das Ganze mit einer Leseprobe. Fahrgast. Dieser durchgekalte schwarze Bastard mit der wilden Frisur führt wieder Selbstgespräche. Das macht er ja schon jahrelang. Damit jagte mir keine Angst mehr ein. Früher war das anders. Da hatte er einen großen Teil des Busses ganz für sich alleine, weil wir den Typen für gefährlich hielten. Doch mittlerweile sitzen wir ganz in seiner Nähe und sehen ihn nicht mal an, wenn er so redet. Es braucht einfach Zeit, sich daran zu gewöhnen. Und jetzt käme einem der Bus ohne seine laute schwarze Stimme richtig leer vor. Gelegentlich sagt er sogar etwas richtig Interessantes. Aber meistens wird man nicht schlau daraus. So wie jetzt. William Blake schrieb, ohne Gegensätze gibt es keine Entwicklung. Diesen Satz halte ich für wahr. Und er könnte einen gewissen Einblick in meine geniale Persönlichkeit geben. Ständig zitiert er Leute, von denen ich noch nie gehört habe. Wahrscheinlich Rapper oder Basketballer oder sowas. Egal, dieses Zeug hat er Montagmorgen in einem Bus in einer Kleinstadt in Kentucky nicht zu suchen. Joey Goebbels ist 1980 in Kentucky geboren und ehemaliger Leadsänger der Band The Mullets. Freaks ist sein Debütroman. Es folgte darauf Vincent, das ich gerade nicht zur Hand habe, das aber seinerzeit in einschlägigen Magazinen in der Bücherspalte öfter besprochen wurde. Und Heartland, das ich gerade am Lesen bin. Falls jetzt jemand in die Kommentare schreiben sollte, dass er das Buch gern hätte. Tja, netter Versuch. Aber erstens ist das Buch ein Geschenk von meiner Mutter. Und zweitens nimmt es nicht besonders viel Platz weg. Also werde ich es dieses Mal behalten. Beim nächsten Mal vielleicht wieder.